Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen direkt zu einer neuen Folge von Let's Play 60 Seconds. Wir machen nochmal Überleben auf Little Boy und starten. Ich will schnell ein Part hinter mich bringen, sag ich mal. Nicht hinter mich bringen, aber machen. Denn ich will noch live streamen. Und ich muss aber noch aufnehmen für morgen. Beziehungsweise für euch halt heute an dem Tag. Und für euch habe ich dann gestern gestreamt. Ja, League of Legends. Wir haben kein Medikit, shit. Wir haben kein Radio, wir haben aber, okay. Wir haben ein paar Sachen, aber keine guten Sachen. Wir müssen Ted auf jeden Fall am Leben erhalten. Egal was passiert, Ted muss überleben. So, ja. Durch mein neues Internet. Habe ich ja gestern schon erzählt, was abgespackt ist. Was heute aber komplett funktioniert. Etc. Wir nutzen das Buch. Kann ich jetzt League of Legends streamen? Und das werde ich dann noch machen. Das werde ich jetzt versuchen, jeden Tag zu streamen. Ich will zumindest... Na, wieso geben wir nicht Genias? Was? Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt und ein bisschen abgelenkt, sag ich mal. Vom ganzen Reden. Wieso nutze ich die Karte nicht? Was ist denn mit... Okay, ich konzentriere mich, Leute. Okay. So. Ja. Ich will versuchen, jeden Tag League of Legends zu streamen, auch wenn es irgendwie nur zwei Games oder so sind. Ich will's versuchen. Ich will's versuchen. Eine Ratte. Wir nutzen die Axt. Die dürfte ja eigentlich nicht kaputt gehen, ne? Ja, wir haben sie noch behalten, okay. Okay, jetzt ist es tot. Ziemlich tot. Nein, wir öffnen den Koffer nicht. Okay, wenn ich hier so durchrushe, dann werde ich auf jeden Fall noch ein paar dranhängen, also noch eine Runde. Aber gut. Wasser für Ted, ja, haben wir gerade nicht. Langsam die Geduld. Tieraugen, ja, komm, wir versuchen den Pancake zu holen. Natürlich ist Dolores krank wieder da. Was hat sie mitgebracht? Sie hat nur Wasser und Essen mitgebracht, wie es aussieht, ne? Sie hat gar nichts mit? Okay. Okay. Du bist doof, Dolores. Du bist doof. Das war nicht so gemeint! Oh Mann! Ich wollte dir doch heute was zu essen und zu trinken geben. Oh, dieser Run fängt schon mal gut an, Alter. Dieser Run fängt gut an. Gut, Mary Jane, bring mal bitte... Ne? Ich bin dumm! Mann, ich hab nichts zu essen und zu trinken gegeben. Ich bin so scheiße. Mann, das ist so dumm. Ich Okay, jetzt Konzentration, Maxi. Egal, was für ein gutes Internet du jetzt hast. Konzentrier dich auf das Spiel. Okay. Okay. Mann, das war echt... Oh Gott. Das war richtig schlecht. Das war richtig dumm. Das war richtig... Wahahau. Bad as fuck. Gut, wir haben immer noch kein Medikit. Das ist nicht gut. Das ist eindeutig nicht gut. Und wir haben auch keine Gasmaske. Das heißt, wir können nicht auf eine Expedition gehen. Zumindest nicht in den ersten Tagen, da sonst jemand krank wird. Und diese Person können wir ja nicht mal heilen, denn wir haben kein Medikit. Und wir haben auch kein Buch. Okay, dieser Run fängt schlecht an. So kriegen wir also Mary Jane. Also die Mutierte. Wir dürfen bei der grünen Pfütze nichts unternehmen. Ja, Apokalypse zu tun, okay. Was zum Teufel, Mary Jane war völlig normal, als sie ins Bett ging, aber jetzt ist sie ganz mutiert. Oh, Mary Jane, was ist nur passiert? Ich weiß es nicht. Kann Mary Jane jetzt rausgehen? Ohne krank zu werden? Ey, das wäre so cool. Ey, wäre das cool. Das wäre cool, oder? Wäre das cool? Das wäre cool. Kommt, Leute, das wäre cool.
Sie sieht einfach männlicher aus als Ted. Hm. Also Mary Jane, ein bisschen was machst du falsch. Wenn du männlicher aussiehst als Ted. Oder Ted macht was falsch, so kann man es auch sehen. Naja. Nein! Die Musiker, was? Ah, okay. Sollen wir ihn reinlassen? Joa. Doch. Nein! Die von den Reichen nehmen und den Armen geben. Toll. Okay, immerhin haben sie uns nur Scheißsachen weggenommen. Okay, die Taschenlampe ist eigentlich ganz praktisch. Oh! Mann, ich dachte, dieser Musiker... Okay. Ich hab gesagt, du sollst dich konzentrieren, Maxi. Sonst gibt's Schläge. Nein, nicht schon wieder. Manchmal komme ich mir echt komisch vor. Ihr euch auch? Ja, die Reiter dürfen unsere Karte nutzen. Das habe ich gerade gelesen, ja. Also, überflogen. Wir haben ein neues Brettspiel, immerhin. Was habe ich gerade gesagt? Manchmal komme ich mir ein bisschen komisch vor, genau. Ich weiß nicht warum. Ich sehe dafür keinen Grund, aber naja. Ja, wir hören Radio und trinken Kaffee. Okay, Mary Jane wird, wie es aussieht, nie krank. Oder ich hatte gerade Glück. Kann natürlich auch sein. Ja, meine Gasmaske und das Buch. Das ist geil. Das ist geil. Mary Jane geht raus. Wir bräuchten aber immer noch einen Medikit. Meine Nase läuft. Ein bisschen. Alter, Mary Jane. Das muss ich immer machen. Das muss ich jetzt immer machen, Alter. Das ist so praktisch. Ich glaube, so wie sie aussieht, wird sie auch nicht entführt. Wenn doch, ist irgendwas mit den Leuten falsch. Okay, Mary Jane kriegt nochmal Essen. Habe ich hier nicht eben auch Essen gegeben? Sie kriegt nichts mit raus. Obwohl, so ein Mutant mit der Axt oder so? Alter, das wäre schon... Ey, ich würde laufen. Eindeutig. Ja, das müssen wir erkunden. Die Axt bleibt da, oder? Ja, gut. Und wir haben ein Medikit. Cool. Sehr cool. Medikit. Finde ich geil. Habe ich es eigentlich schon mal geschafft, gerettet zu werden, außer im Tutorial? Ich weiß es gar nicht. Ich habe die ganzen Achievements freigeschalten, ja. Aber gerettet? Weiß ich nicht. 2 Flaschen Wasser. Sollen wir spielen? Wie viel Wasser haben wir denn noch? Ach komm. Wir riskieren es. Mary Jane wird locker Wasser mitbringen. Und wir haben eh gewonnen Wasser. Okay. 2 Flaschen Wasser gewonnen. 2 Flaschen Suppen bekommen. 2 Flaschen Wasser bekommen. Schön. Steht da irgendwas bei Mary Jane? Mary Jane ist ziemlich hungrig. Ja, ziemlich. Klingt okay. Zack. Die wird eh nicht krank. Juckt nicht. Die wird nicht krank. Die ist fett. Also, ich meine jetzt nicht fett im Sinne von dick, sondern fett im Sinne von krass. Nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Nicht, dass ich jetzt... Obwohl, das wäre eigentlich cool, wenn fette Leute nicht krank werden würden. Das wäre echt cool. Oder? Stimmt ihr mir dazu? Eigentlich schon, oder? Also so, wenn man etwas dicker ist... Ich sag jetzt nicht fett. Halt, wenn man etwas dicker ist oder so, dass man dann nicht krank wird? Oh, wäre das cool. Das wäre echt nett. Das wäre eine coole Sache. Da würde man aber raus... Warum könnte das so sein? Also warum würde das vielleicht so entstehen können? Vielleicht haben Bakterien Angst vor Fett. Also vor dem... Ach, Mann. Ich bin leise. Ich red mich hier nur in die Scheiße, ey. Ah. Schwarzer Humor ist der beste Humor. Ist einfach echt so, Leute. Kommt schon. Schwarzer Humor ist super. Ich mag schwarzen Humor. Das ist einfach perfekt. Das ist einfach direkt so mein Humor. Ich kann darüber einfach übel lachen. Und ich finde das auch nicht schlimm. Man muss über sowas lachen können. Solange man auch über sich selbst lachen kann,
kann man auch über andere lachen. Also, so schwarzen Humor halt. Toll finden. Sie hat Munition mitgebracht, eine Taschenlampe mitgebracht, okay. Steht da irgendwas von sie ist hungrig? Sie ist hungrig, okay. Wir haben noch Zeit. Einen Brief gefunden, der wohl von anderen Überlebenden stammt. Sie behaupten. Ha! Mary Jane geht hin. Vielleicht triggert das ja irgendwas ziemlich Cooles oder so. Das wäre so nice. Mary Jane ist jetzt einfach die Person, die ganze Zeit rausgehen wird. Yo! Das sind wieder die. Okay, wir haben Kontakt zu den Zwillingen. Das ist sehr schön. Mary Jane geht raus. Wir sollen Taschenlampensignale geben. Wir haben eine Taschenlampe bekommen. Oh, schön. Das ist super. Das ist super. Vor allem ist. Nein. Nein. Nein! Okay. Ich wollte ihr erst noch Essen geben. Ich dachte mir aber so, nee. Die kann doch einen Tag aushalten. Mann! Okay, aber das ist übel gut, Leute. Merkt euch das. Wenn dieses Pfützen-Event kommt, dann macht nichts. Macht nichts. Mary Jane verwandelt sich in einen Mutanten. Und sie kann einfach nicht krank werden oder so. Sie kann immer rausgehen. Sie hat. Nie ist sie müde oder so, wie es aussieht. Das ist ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich cool. Mein Kaffee ist gleich alle, weil ich zu viel Kaffee trinke. Wir haben 2 Flaschen Wasser und eine Dose Essen bekommen. Das ist sehr schön. Meine Nase ist immer noch am Laufen. Das ist nicht so schön. Okay. Hat man ein Foto? Ja, wir nehmen das Foto. Wir wollen ja nicht verrückt werden. Ne? Wir wollen nicht verrückt werden, nein. Das wäre nicht gut. Zack, zack. Nein, zack. Können die Zwillinge gleich mal wieder auftauchen? Das wäre echt super. Wir haben auch alles, was sie brauchen. Das ist das Schöne. Wir müssen sie wieder zum Lesen bringen. Okay, dann nutzen wir das Buch. Dann nutzen wir das Buch. Die Gasmaske ist leider kaputt, okay. Damit kann ich leben. 2 Dosen Essen, okay. Was steht bei Dolores? Dolores ist wirklich müde. Dolores ist ziemlich zermürbt. Kaum noch Kraft, wenn... Okay. Wir geben ihr was zu essen. Wir schicken niemanden raus, nein. Das machen wir nicht, denn wir haben keine Gasmaske und können nicht riskieren, dass irgendwer krank wird. Das können wir nicht. Okay, Zwillinge zurück. Ja! Das ist jedoch nur ein Zelt und bald nicht mehr genug Platz für alle. Gerade suchen sie eine Stadt. In der Stadt nach einem Ort. Ja, sie können auf unsere Karte gucken. Sehr geil. Sehr geil. Wir haben eine. Wir haben eigentlich alles, was die brauchen. Wir haben sogar wirklich alles. Wow. Habe ich das schon mal erlebt? Ich weiß es nicht. Wir ließen uns nicht zweimal bitten. Diese Leute sind wirklich nett. Sie sind beeindruckend, wie sie sich um die Menschen kümmern. Die zeigten ihnen die Karte und warnten sie für ein Rüberlagern. Sie bedanken sich. Gut, Belausch. Wir meinen, wollen, sobald das Lager reicht, ist. Wir haben schon gespannt, wie es aussehen wird. Okay, cool. Wir hatten schon befürchtet, dass die Armee sich nicht mehr bei uns meldet, aber sie hat es schließlich getan. Die nächste Übertragung der Evakuierung ist versprechen, aber am Ende stand ein großes Wenn. Der Sprecher forderte alle Gruppen von Überlebenden auf, sich Schusswaffen vor der Rettung zu entledigen. Ja, okay. Machen wir. Glaube ich. Machen wir. Ich meine, das ist, glaube ich, jetzt echt nicht so dramatisch, dass wir jetzt keine Knarre mehr haben. Ich denke, das ist noch okay. Ich kann was essen, ja. Ist mir egal. Ja, wir hören uns das Radio an. Ja, komm, wir können sie suchen.
Wir haben zwar eine Munition da hinten in der Ecke, aber... Ja, ist okay. Passiert ja nichts Schlimmes, würde ich mal meinen. Großen Durst, ja. Was steht bei Dolores mit Essen? Wirklich gerne, was... Ja, okay. Okay. Am nächsten Tag wieder Essen und Trinken geben, ja. Ha. Huh. Es könnte wieder jeden Tag vorbei sein, Alter. Es könnte wieder jeden Tag vorbei sein, aber momentan sieht es ganz gut aus. Safe eingebauter. Ja, Safe erkunden. Das ist die zweite Sache, Leute. Die zweite Sache, die wir jetzt erkunden. Noch eine Sache und wir haben No Stone Unturned, glaube ich. Ich glaube, es ist nur noch eine Sache. Bin ich der Meinung halt. Stand irgendwie was bei nichts Neues? Weil nichts gegessen. Doch, hast du. Gerade gestern. Gerade gestern hast du was gegessen. Kommt schon, Zwillinge, meldet euch bei uns. Meldet euch bei uns. Doros hat sich ausgeruht, okay. Meldet euch. War ich noch ein Check, höllische Schreie von außen, Check. Oh, Doros hat schon eine Weile nichts mehr gesagt, das ist unheimlich. Ha! Okay. Ist es seltsame Geräusche von draußen, ist okay, ist okay. So Ventilatoren, irgendwas in den Rohren oder so, alles okay, aber dass Doros nicht mehr spricht, das ist komisch. Oh Mann, ey. Heute bekamen wir im Bunker Besuch von den Geschwistern, einige ihrer Freunde. Der Bau des Lagers ist fast abgeschlossen, die Häuser stehen bereits und die Leute ziehen nach und nach ein. Doch da wären noch die Kinder, wenn sie einen Tag... Oh ja! Ja! Wir sind... Ja! Wir haben es bald! Wir müssen jetzt nur überleben! Haha! okay. Militärs in der ganzen Nähe verlangen, dass zunächst eine Person aus der Gruppe überleben und zu ihnen kommt. Ja, wir schicken Ted raus. Ted? Doch. Ted ist gut, glaube ich. Ah, jetzt hat er ein Treffen geschafft, genau. Ja, ich weiß halt nicht, ob... Also... Ich weiß nicht, ob die Zwillinge noch bald irgendwas von uns verlangen oder nicht. Also... Irgendwie, dass wir... Irgendwas machen halt. Irgendwie denen was geben. Also irgendwie Medikit oder so. Oder irgendwie die Waffe zum Beispiel. Oder eine Gasmaske. Das wir ja nicht mehr haben. Deswegen mache ich das mit dem Militär trotzdem. Darauf wollte ich hinaus. Ich will mich jetzt nicht auf das Zwillingsende versteifen, sag ich mal. Wäre natürlich schön. Wäre natürlich geil, weil dann hätten wir ein Achievement. Dann hätten wir ein neues Achievement. Das wäre super. Jetzt, was ich gehört habe, möchte Richtungsangaben eingetragen. Wir schicken mal Dolores. Wir schicken sie mal. Wir riskieren gerade ein bisschen was, aber wir schicken sie. Sie ist nicht krank geworden, aber die Karte ist zerkratzt. Das ist schon mal noch eine Sache, die kaputt ist. Aber Dolores hat nichts gefunden. Okay. Was haben wir hier? Nicht waschen. Wir nehmen mal die Munition. Okay, jetzt haben wir gerade ein paar Probleme. Okay, die Munition hat's gebracht, warum auch immer. Ach so, ja gut. Schießpulver, um den Geruch abzutöten. Das ist ein guter Plan gewesen. Dachte ich mir auch schon, aber naja. Ah. Okay, wir sind bei Tag 50, Alter. Heilige Kacke. Nee. Machen wir nicht. Zwei Suppendosen. Oh, das können wir nicht. Nee, können wir nicht machen, auch wenn wir gewinnen. Also, die wahrscheinlich. Ja, es ist 50-50, aber. Nee. Nee, können wir nicht machen. Wenn wir verlieren, haben wir echt die Arschkarte mit zwei Dosen Suppen. Wäre halt echt... Übel dumm.
Ja, eingedroschen, als ob kein Morgen. Im Genau genommen stimmt das vielleicht. Sollen wir sie öffnen? Nein! Wenn die dagegen bolzen, Alter, dann machen wir es nicht. So ein Bunker ist halt eigentlich gar nicht mal so eine schlaue Idee, weil du halt niemals weißt, wer davor steht. Und ob irgendwer schlau ist, also ob irgendwer Gutes davor steht oder irgendwer Böses halt. Deswegen, also irgendwas mit Fenstern oder so, keine Ahnung. Macht halt mehr Sinn. Oh, oh, oh. Tag 55. Fast hätte ich durchgeklickt, weil ich mich verplappert habe. Oh Gott. Juckt. Dünn, dünn, dünn. Okay. Hoffentlich. Wir haben eine neue Waffe. Nett. Sehr nett. Okay. Lederkoffer. Nein. Wir öffnen die Lederkoffer nicht. Niemals. Och, kommt schon, Zwillinge. Kommt zu uns. Wir immer näher. Wir müssen hier raus sofort. Öffnet die Tür. Öffne. Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Wir machen's. Ted ist krank. Aber ich denke, das ist noch okay. Wir machen's. Wir haben leider keine Munition, die wir ihm geben können. Aber gut. Ich hoffe, die Zwillinge wollen jetzt halt irgendwie nicht Medikit oder so. Einmal los drüber, ob wir die Falltür öffnen sollten. Sie ist extrem gereizt, könnte schnell eskalieren. Sollen wir versuchen, sie zu beruhigen? Bitten die wir uns eigene. Nee. Machen wir nicht. Können wir nicht machen. Ich will nicht nochmal, dass irgendwer krank wird. Nicht nochmal. Telefon klingelt. Okay, Dolores, geh mal rüber. Sind das nicht immer die Zwillinge gewesen? Irgendein verrückter Schloss hinaus gewagt hatte. Hey. Das ist nicht cool. Aber wir können Dolores auch nicht irgendwie saven oder so. Aufmerksamkeit. Der oder die Urheber des Lärms sind ziemlich hartnäckig. Nein. Mann. Ich muss irgendwann mal aufmachen, glaube ich. Entweder sind es die Zwillinge oder das Militär. Außerdem haben wir bald kein Essen mehr. Dolores ist eh schon krank, ne? Nein. Ich schick mal Dolores jetzt einmal raus. Und hoffen, dass es geht. Dass sie wiederkommt und überlebt. Also überlebend wiederkommt. Also lebend wiederkommt. So. Ja. Wir haben nämlich kaum noch Essen. Das ist ein bisschen problematisch. Wir setzen die Waffe ein. Und wenn wir die einsetzen, ist sie kaputt. Ja. Die müssen nur noch
das Radio kaputt kriegen und die Taschenlampe. Dann haben wir das Achievement. Ja. Yeah. Nice. Finde ich cool. Finde ich sehr cool. Und ich glaube, bald öffnen wir mal wieder die Tür. Glaube ich. Ja, doch. Bald öffnen wir mal die Tür. Ja. Wir schenken ihm Wasser. Wir haben genug Wasser. Eigentlich wollte ich den Part ja kurz haben, ne? Und jetzt sind wir schon wieder bei fast einer halben Stunde. 25 Minuten, ne. Alarm, einzubrechen. Wir nutzen das Schloss. Bald sind wir am Arsch. Bald sind wir am Arsch. Jetzt kommen wieder die ganzen Sachen, die ganzen Leute, die einbrechen wollen halt und... Und... Na, Dolores ist nicht zurückgekehrt. Ich glaube, wir werden nicht gesaved. Wir hatten die Chance aufzumachen irgendwann, um wahrscheinlich die Zwillinge oder das Militär reinzulassen, aber wir haben es nicht gemacht. Ich glaube, das war der Fehler. Bei dem Gehämmere oder so. Mussten wir vielleicht einmal die Tür öffnen? Ich habe keine Ahnung. Ted wird langsam verrückt, das ist das Problem. Räuber an der Tür, wir müssen die Axt nutzen. Ansonsten wird bald Timmy entführt. Und danach wird Ted entführt. Wenn wir nicht bald gerettet werden. Wir öffnen die Falltür. Ja! Uhuhuhuhu! Wir haben sogar zwei Achievements bekommen, Leute. Oh! Huh. Wir haben es geschafft. Du hast... Wir haben überlebt! Ja, diesen Screen habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich freue mich. Wir haben gerade das Achievement in New Hope und Enola Guy bekommen. Das heißt, wir haben das Achievement. Die Achievements. Wir müssen noch das machen. Genau, 111 Tage überleben. Oh, das wird schwer. Benutze oder zerstöre alles, was in deinem Bunker ist. Genau, das weiß ich auch noch, wie wir das funktionieren. Irrenanstalt machen, okay. Toro, das dauert noch Ewigkeiten, glaube ich. Gewinne. Genau, mehr Schwierigkeitsgrad. Genau, Enola Guy. Nice, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Das müssen wir noch bei denen machen, genau. Rette jemanden von den Räubern, genau. Da muss irgendwer halt... Ja. Entführt werden und wir müssen dich saven. Wenn du mir... Geben und nehmen, okay. Alles gesehen, erkunde deinen Bunker vollständig, genau. No stone unturned. Eine neue Hoffnung, verbinde dich mit anderen Ödlandbewohnern. Das haben wir gemacht. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Leute. Wir haben es geschafft. Zwei neue Achievements. Enola Guy und in New Hope. Oh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.